Die geilsten Mods in The Baby in Yellow stelle ich euch heute in diesem Video vor und es wird wirklich sehr, sehr lang und sehr, sehr nice, Leute. Lasst ein Like da und macht die 245.000 Abonnenten voll. Ich kann euch versprechen, das wird ein langes Video, also der größte Support ist, das Video auch bis zum Ende zu schauen. Dickes Küsschen, viel Spaß. Huggy Wuggy, Mami Long Legs und viele mehr warten auf euch als Mod. Küsschen, wir gehen rein. So, Leute, dann wollen wir heute doch mal wieder babysitten. Hallöchen, meine Freunde und ärztlich. Ja, was ist denn das hier, Mann? Hallo? Leute, Mann, guckt euch das mal an. Das ist Huggy Wuggy. Ey, nee, ist das cool. Alter, geil, ey. Der hat ja sogar eine andere Farbe an. Und was sind denn das hier für Beine? Die sind ja ganz schwarz. Mensch, Baby Huggy. Ja, wir haben heute das Vergnügen oder was? Das finde ich ja natürlich nice, ne? Dann gucken wir doch mal, ob der kleine Racker... Oh, Entschuldigung. Ob der kleine Racker weinen kann. So. Kollege, ich werde dich jetzt mal gegen die Wand schmeißen und mal sehen. Wow. Alles cool? Dem Kleinen hat's gar nicht geschadet? Du bist ja anscheinend ganz schön robust. Mensch, Kleiner. Wir gehen mal in die Küche rein und ja, ich werde dem Racker mal was zu trinken geben. Leute, heute mit Baby Huggy hier am Start. Das sieht ja süß aus. Ich bring dich mal zum Wickeltisch, ja? Wir werden dir mal die Windel wechseln. Das ist auf jeden Fall... wirklich sehr interessant. Was das? Also... Leute, Mann, was ist denn das? So, Baby Huggy ist nicht mehr da. Baby Huggy, was ist denn da los? Digga, was machst du denn da unten auf dem Boden? Wie bist du da denn jetzt hingekommen? Bist du Krabbelprofi oder was? Ja, ich schmeiß dich mal darüber. Und das sieht doch schon mal nicht... schlecht aus. Ey, Leute, wir werden heute richtig viel Spaß haben. Na komm, ich werde dir mal die Windel anziehen. Und bring dich mal in dein Betty, ne? Ich weiß nicht, wer... dieses kleine Baby hier abgelassen hat und vor allem, wer die Mutter ist. Aber ist cool, ich kümmere mich drum, denn Leute, ich bin der Experten-Babysitter und ich kümmere mich um jeden Job. So, mein Bester, dann rein mal mit dir und perfekt. Sag mal, kannst du auch mal weinen? Digga, der weint ja gar nicht, der Kleine. Ich mach das Licht jetzt aus und du gehst mir nicht auf den Sack, ne? Sehr, sehr krass. Also die Mod ist auf jeden Fall irgendwie ziemlich chillig. Wir gehen dann mal runter und warten irgendwie auf die Eltern. Steht hier zumindest links oben als Mission. Jo, ich mach mich mal auf dem Sofa ganz entspannt und... Oh Gott! Das Baby weint! Huggy, warte mal, ich komm noch. Alles cool, ich bin gleich da. Die Tür ist offen, er weint immer noch. Huggy Wuggy, bist du hier drin? Digga, wo ist das Baby? Huggy, wo bist du? Oh nö, ne? Ach, so ein Ding ist das. Du bist jetzt hier unten. Was, sag mal, was ist denn das hier für ein Gesicht, wenn du weinst? Willst du mich verarschen, Mann? Ich schmeiß dich dagegen. Digga, ich hab den so hart in die Küche reingeboxt. Was war er denn hier vorne? Ey, guck mich nicht so dumm an da aus dem Bild. Ja, warte mal, Huggy, ich weiß, sie ist ein bisschen warm, ne? Ich lasse dich im Kühlschrank. So, Freunde, Feierabend. Ich würde mal sagen, das hat sich erledigt. Ich gehe dann auf die Couch und entspanne mich ein bisschen. Na gut, na gut. Ich hol dich ja aus dem Kühlschrank raus und bring dich ins Bett. Das ist doch gar kein Problem. Aber du musst mir einen Gefallen tun. Heute bitte nicht böse werden. Da habe ich nämlich gar keinen Bock drauf. Wir schmeißen ins Bett rein. Das, oh verdammt, ich muss das Licht noch ausmachen. Ich wollte gerade sagen, das Licht bleibt an. Aber so ist gut. Dann gehen wir runter und chillen mal wieder. Sag mal. Huggy, Junge. Hast du hier gerade... Digga, was soll das? So, dann schmeiß ich dir halt die ganzen Basketbälle ins Bett. Ich habe jetzt hier irgendwie Basketbälle am Start, Leute, und schmeiß die mal so rein. Kann ich die eigentlich so reindanken? Ah, könnte ich. Also so reinwerfen, das geht so halber. Okay, das klappt irgendwie nicht so ganz. Zwar, Mann, ey! Ja, dann ist mir das auch egal. Ich lasse die ganzen Basketbälle da jetzt drin. Tja, ist ja nicht mein Problem. So, jetzt aber wieder auf dem Sofa Fernsehen und erstmal eine Runde chillen, ne? Hä? Oh Gott, Alter, was mache ich denn im Kühlschrank, Mann? Okay, dann gucke ich doch erstmal, wo das Baby ist. Hallo? Huggy, bist du hier irgendwo? Ich habe nichts gehört, okay? Dann gucken wir mal weiter. Huggy? It was at this moment that he knew. He fucked up. Huggy, sag mal, das kann ja wohl nicht wahr sein. Du verdammter Lappen! Du denkst auch, du kannst den Fernsehen gucken, rein mit dir in den Ofen. So. Wow. Huggy? Huggy, lebst du noch? Ich glaube, ich mache mich besser aus dem Staub. Wenn ihr sowas habt, Leute, ruft mich an. Wir entsorgen das Baby. Okay, dann werde ich dir jetzt erst was zu trinken geben. Komm mal her, mein Kleiner. Ja, na komm mit.
Ich bring dich mal auf den Wickeltisch. So, rauf da mit dir. Ganz entspannt, ich nehm die Windel. Hagi! Hagi, hol die Windel zu. Hagi, du sollst die Windel zu. Digga, also, Leute, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber okay, dann nehme ich die Windel jetzt mit und dann kriegt er die an. Aber dieses Mal schnür ich ihm die ganz ernst. Ich mein's ernst. Let's go! Rein da mit dir und ab ins Bett würde ich dich jetzt mal bringen. What? Was ging denn da gerade ab? Habt ihr das gesehen? Digga, habt ihr das Bild da gesehen? Hagi, jetzt mach mal nicht diesen, ich mein's ehrlich. So, ich hab hier schon echt viele Kinder gebabysittet, aber du bist ja wohl schon wieder die absolute Höhe. Da kannst du jetzt so liegen bleiben und so schläfst du. Und wenn du dich aufs Kissen bewegst... Dann hau ich den Arsch voll. Licht aus, Tür zu und weg. Chill mal. Da oben links, Leute, da steht's. Chill mal. Auf dem Sofa Fernsehen. Ich chill mal eine Runde. Ach ja. Geil, Digga. Wieder weißer Fernseher. Oh, warum werde ich so müde? Wow. Wow, oh Gott! Hey, was mache ich denn im Fahrstuhl, Leute? Hey, die Tür ist offen. Hagi, was hast du da gemacht, Kollege? Das ist doch nicht in Ordnung. Ach, ich soll auf dem Sofa Fernsehen gucken. Okay, aber warte mal. Ich muss jetzt erstmal nochmal ganz kurz schauen, ob Hagi in seinem Zimmer ist. Ich hab den nämlich ganz genau im Auge. Soll schlafen, habe ich gesagt. Warum liegst du jetzt da? Das Kissen? Sollst du nicht anfassen. Weiß ja nicht, Leute. Aber das kommt mir alles ein bisschen spanisch vor. Ich leg mich da erstmal rauf und... Oh nein! Jetzt fängt der Kleine an zu weinen! Baby Hagi, ich wollte mich gerade auf die Couch setzen, Mann. Ich wollte doch nur ein bisschen Fernsehen gucken. Halt's Maul! Oh, jetzt muss das Licht aus... Habt ihr das gerade gesehen? Digga, ich bin gerade... Was ist denn das hier? Hä? Naja, gut. Ich frag einfach gar nicht. Ich gehe erstmal. Wir suchen dem Kleinen ein bisschen was zu essen. Und hier? Oh Gott. Ist jetzt irgendwie so Graffiti an der Wand? Fütter mich. Leute, also, ich gehe da jetzt einfach mal rein, ne? Und hol mir mal die Flasche. Und, Digga. Was ist das jetzt? Hallo? Bruder, da ist einfach der Kühlschrank drin in Raum 9. Oh nö, warum ist das hier so dunkel? Hallo? Hallo. Hagi, ich... Ich geb dir mal die Flasche und ich bring dich mal zum Wickeltisch, okay? Ich schmeiß dich da rauf, Kollege. Das passt so. Und die Windel nehmen wir jetzt auf. Oh! Oh Gott! Hagi! Hör mal auf, deinen Kopf so zu drehen! Mann, Hagi! Das ist doch nicht cool! Oh, ich muss einen Talisman holen! Es hat auch der Dämon wieder Hagi Wagi übernommen! Oh nö, ey, der Talisman ist hier oben. Wir gehen rein. Mein Erziehungsratgeber, Leute, einfach mal das Kind durch den Raum werfen. Und jetzt kriegst du von mir den Talisman! Boah! Digga, ist der geflogen, Mann. So, ist gut, mein Bester. Ich, geh da jetzt nicht nach oben, Digga. Also. Ey, Leute, da kommt mir gerade eine heftige Idee. Wir könnten doch eigentlich mal die Toilette so hart fluten, dass wir das ganze Haus unter Wasser setzen. Digga, wenn ihr das feiert, Hashtag Wasser in die Kommentare rein. Und dann würde ich das auf jeden Fall mal machen. Ich werde jetzt spülen, Hagi, und es tut mir leid, aber bis dann, Brudi. Ja, der Job ist, würde ich sagen, erledigt, oder? Der denkt jetzt, ich bringe ihn noch irgendwo hin. Nö. Kann ich hier durch? Ja. Dann benutze ich halt Magie. Ist mir auch egal. Du kleiner Hosenscheißer, ich bin dann weg, ne? Mach's gut, DE. Tschüssi. Ich bin weg, DE. Hau rein. Ah. Ein neuer Tag. Oh, das Telefon klingelt. Oh Gott, ich muss da einmal rangehen. Hallo, Schatz. Moin. Ja, ich hab ein Auge auf Kissimissi. Kein Problem. Du bist um 7 zu Hause. Alles klar. Danke. Also, Digga. Guck dir das mal an, Leute. Kissy Missy ist am Start. Hallöchen. Mensch, Kissy, du süße Maus. Na, wie geht's dir denn so? Wir gucken mal, was sie so treibt, ne? Ich werde sie mal vielleicht... Also, ich muss jetzt erstmal die Maske finden anscheinend. Ich muss hier die Maske rüber machen. Okay. Aber wo ist denn die Maske, Kissy Mensch? Kissy Maus. Oh, hier. Also, das wär's jetzt. Leute, die Maske auf Kissy Missy raufpacken. Wir gucken mal, was sie so aushält. Kissy, bist du bereit? Und wir machen Babyschleuder. Let's go. Wow, was ist da denn passiert? Habt ihr das gesehen? Oh Gott, Kissy, Mensch. Wir machen nochmal Babyschleuder. Digga, ich hab die voll gegen die Wand gebe... Habt ihr das gesehen? Was ist das für ein mieser Film? Guckt da gerade ein Auge raus? Nee, ne? Oh, Leute, Mann, da guckt ein Auge raus. Bleib mal da liegen, Kissy. Ich pack dir mal die Maske drüber. Okay.
Also anscheinend ist die Maske, hat sie die aufgegessen, ja? Ich hab dir doch gesagt, du sollst die Maske nicht aufessen. Bleib mal da im Ofen. So, das ist jetzt erstmal okay. Ich muss jetzt definitiv die Flasche holen und das Baby erstmal füttern. Ja, komm noch mal her. Das ist der neue Wickeltisch, Leute, by the way. Das Ding hat angefangen zu furzen, Mann. Das ist doch nicht cool. Ich mach das Ding gleich wieder zu. So. Damit wir nicht gestört werden vom Babylärm, ist es natürlich sehr gut, wenn wir die Türen schließen und das Licht ausmachen. Leute, das war's. Tschüss, Feierabend. Okay, okay. Ich muss das Teil ja doch da mal rausholen, weil... Sag mal, komm mal da jetzt. Jetzt komm mal da raus. Mann, du. Weil die Windeln müssen ja noch gewechselt werden, ne? Aber... Ja, komm. Ich pack dich mal erstmal da hin. Junge, das ist schon wieder nicht cool. Weißt du, hat das Ding gerade geblinzelt? Bruder, was ist das denn? Hä? Kissimissi? Komm mal bitte da oben von der Decke runter. Was soll denn das? Ich wechsle dir mal die Windel. Ja, gut. Wenn du willst, dann bleib halt da. Dann chill ich jetzt auf der Couch und guck ein bisschen Fernsehen. Ja, okay, okay. Ich... Scheiße. Leute, ich habe das Baby fallen lassen. Aua. Oh, ich nehme dich mal mit nach oben. Und wir legen dich einfach mal ins Bett, ne? Ui, oh Kissi, Mensch, du hast ja ein schönes Zimmer. Wow, das sieht ja richtig fresh aus. Ja gut, dann würde ich mal sagen... Einmal straight rein mit dir ins Bett und los! Oh, scheiße, das hat wehgetan, ne? Kannst du so schlafen, Kissi? Geht das wirklich? Also ich meine, sie lacht ja so einigermaßen, aber wir sollen jetzt doch einen Teddy ins Bett packen. Hier, den scheiß Teddy kannst du behalten. Ich mach das Licht aus und du nervst mich bitte jetzt nicht mehr, ne? Habt ihr das gesehen? Da war schon wieder das Auge. Wow. Wir können ein bisschen chillen. Geil, Mann. PC zocken, Digga, let's go. Hä? Ach, wir mussten echt gerade am PC zocken, oder was? Oh nein, das Baby weint schon wieder. Da fliegt ein Auge rum. Kissi! Was ist das hier? Da ist schon wieder ein Kuscheltier im Bett. Kissi? Was ist da los? Wo bist du? Hallo? Hallo? Kissi, Missy! It was at this moment that he knew. He fucked up. Du guckst doch jetzt nicht allen ernstes Fernsehen! So, raus da mit dir! Ich schmeiß dich hier über die Wand! Gegen die Wand! Ich nehm dich mit! Du kommst jetzt in den Kühlschrank! Ich will das nicht machen, aber ich muss das tun! Rein mit dir! Ich hab gesagt, rein jetzt! Soll's in den Kühlschrank rein! So, Feierabend. Ah, die Tür. Ich krieg sie ja nicht auf. Na, dann chill ich ein bisschen. Ach, weißt du was? Ich gehe oben zocken mit dem. Ach so, und der Teddybär, ich sag dir ganz ehrlich, den schmeiß ich da auch noch rein. Ja, dann schmeiß ich den... Ich schmeiß ihn halt in den Ofen. So, rein da jetzt mit dir. Ja. Doch verarschen, oder was? Teddy, rein. Mann! Okay, Freunde, ich muss das Baby einmal ins Bett bringen. Ist ja auch okay. Ich schmeiß dich mal in das Bettchen rein. So, perfekt. Das hat weh, glaube ich, ne? Hey, wenn da jetzt die Mutti wiederkommt, boah, dann gibt's richtig Stress. Aber scheiß drauf, erstmal zocken eine Runde. Ja, Mann, die Baby Yellow zocken, geil. Ja, Mann, voll Bock. Warum werde ich denn jetzt auf einmal müde? Ja, ich bin da und wir gehen mal runter. Ich muss jetzt erstmal... Die Bottle vom Kühlschrank holen. Sag mal, Kissi, guckst du da? Du guckst da schon wieder Fernsehen. Jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir. Was mache ich mit dir? Was mache ich mit dir? Weißt du was? Ich drück dich hier einfach mal rein, ne? Willst du das? Guck mal. Na? So, warte mal. Hier unten, da bleibst du jetzt. Du bleibst jetzt da unter dem Schrank. Das kannst du gucken, aber Fernseher ist nicht. So, oh Gott. Oh Gott. Mach das Licht wieder an. Kissi, was war denn das gerade für eine miese Nummer? Ich schmeiß mal einfach hier die Flasche rein. Boah, das Ding hat schon wieder geschissen, ne? Boah, das stinkt. Boah, Leute, das stinkt. Ey, rauf mit dir. Komm schon. Bleib mal jetzt da oben drauf. Ich hole dir jetzt mal die Windel. Hallo? Ey! Hallo! Warte mal! Der hat die Windel geklaut. Ach, da unten. Leute, wenn die Windel von alleine da untergeht, ja, dann holt sie nicht. Macht die Tür zu und verschwindet. Macht's Licht aus und geht. Aber ich muss runtergucken, okay. Alter, Mann. Was war denn das gerade für ein mieser Rabe? Warum sind denn hier Raben in diesem Haus? Mir reicht's jetzt. So. Ist gut. Wow. Habt ihr den gesehen? Das war der ganz wilde Teddy. Der ist dahinter, ne? Da stimmt doch irgendwas nicht. Ich bring dich ins Bett und dann will ich von dir nichts mehr hören. Mach das Licht bloß an. Da kriegst du Angst, weißt du, wie ich mein? Rein.
Scheiße, tut mir leid, Kissy. Ja, heute kannst du mal in Ruhe schlafen, ne? Ich schmeiß dein Teddy hier wieder mit rein. Es reicht. Es reicht. Da ist ein Teddy hier einfach drin. Hör zu, wir chillen jetzt ein bisschen und gehen mal aufs Sofa. Auf ganz entspannt. Let's go. Was ist das da? Junge, es ist ein bisschen zu ruhig hier. Oh ja, alles klar. Das Baby fängt wieder an zu weinen. Perfekt. Ich geh mal hoch und guck mal. Hey, Hallöchen. Ist ja alles cool? Du sollst die Schnauze halten, okay? Nimm deinen Teddy. Ich hab gesagt, du sollst die Schnauze halten. Was ist denn los? Oh nein, ich muss den Teddy besorgen, Leute. Wo ist denn der Teddy? Scheiße, da ruft jemand an. Warte mal ganz kurz. Ja, Hallöchen. Was? Feueralarm? Ja, was für Feueralarm! Ach du heilige Scheiße, Mann, was geht denn hier ab? Oh Gott, wo ist der Feuerlöscher? Oh, Alter, leck mich fett. Ach, der Teddy wurde getoastet. Ja, wirklich, das jetzt meiner Frau. Jetzt mal gucken, ne? Hallöchen. Mein Herz, oh. Was zur Hölle geht denn jetzt ab? Kissy, wir haben dein Baby. Kissy, Missy? Ja, ich muss mir ganz schnell mal eine Baby besorgen. Da! So. Was ist hier mit den Kuscheltieren? Ich snack die alle weg. Bam, bam. Und der auch noch, ne? Ich schlag die alle zusammen. Wo bist du? Wo bist du, Kissy? Du kriegst von mir jetzt auch noch mit der Baby. Hört ihr das? Kissy? Was geht denn jetzt ab? Kissy, wo bist du, Mann? Gib mir meine Kissy zurück. Kissy. Also, Leute, ich sage euch eins, ne? Wenn ihr das hier seht, das hier. Digga, dann lauft einfach. Ich nehme den Basie und schlag die verdammten Drecksviecher zusammen. Wie soll ich das? Also. Digga, was geht denn hier ab? Kissy, Mann! Nehmen Sie einfach mit. Ich werde Kissy jetzt einfach in den Computerraum setzen. Einfach in den Stuhl. Mit Kopfhörern auf, ganz entspannt. Komm, wir zocken eine Runde. Gucken uns Videos von Denomi an. Ja? Da kommt jemand nach Hause. Oh, Scheiße! Entschuldigung! Oh, Leute. Was geht denn jetzt ab, Digga? Zieh dir das mal rein. Es ist Mami Long Legs als Baby. Ach ja, Leute. Wir werden erstmal ans Telefon gehen. Hallöchen. Das ist Oma Long Legs und die sagt mir jetzt gerade... Kannst du bitte ein kleines Auge darauf werfen, dass es Mami ganz gut geht? Und ich sag, hä? Wer nennt denn sein Kind Mami Long Legs? Alles klar, Omi. Ich mach das schon. Leute, wir müssen jetzt als erstes die obligatorische Maske einmal kurz besorgen, damit wir überhaupt irgendwas hier machen können. Diese Maske... Die isst Mami Long Legs jetzt einfach mal auf. Das ist das Frühstück vorm Frühstück. Ja, Leute, dann heben wir sie doch mal hoch, Mensch. Mama! Oh Gott! Scheiße, Mama, tut mir leid, ey. Ist doch alles gut. Ich wollte sie eigentlich auffangen, Leute. Ihr habt doch gesehen, das war jetzt nicht mit Absicht. Ja, okay, Mama, tut mir echt leid. Ich schmeiß dich mal hier so ein bisschen aufs Sofa, ne? Auf ganz entspannt. Ja. Die sieht richtig süß aus, Leute. Wir holen mal die Flasche und geben ihr ein bisschen was zu trinken. Mama, komm mal her. Ich fütter dich ein bisschen, ja? Ja. Aber wenn du heute Pupi machst in der Windel... Dann muss ich dich leider gegen den Fernseher schmeißen. Ist dir das bewusst? Nun gut. Her, trink mal. Oh, also, sag mal. Hast du Pupi in der Windel gemacht, Mama? Ja. Scheiße ist das. Habt ihr gesagt, ich schmeiß dich gegen den Fernseher? Bist du bescheuert oder was? So, komm mit, Leute. Einmal nochmal, ne? Ich fang dich auf, ja. Und nochmal, ja. Oh. Okay, wir lassen sie einfach mal da liegen. Oder, ich glaube, ich muss sie ja mitnehmen, damit ich die Windel wechseln kann. Guck mal, man sieht die auch schon hier so richtig im Spiegel, ne? Komischerweise ist das Spiegelbild... Aber schon komisch. So, einmal rauf da. Digga, das war ja richtig so ein Wrestler-Smackdown, Mann. Ach, Mami. Mama? Sag mal, Mama! Zwei Sachen habe ich jetzt mal direkt. Erstens, warum ist da ein Auge? Zweitens, warum hängst du da oben an der Decke? Sag mal, Mama. Komm schon. Oh, das Auge ist weg, Leute. Aber das Auge ist wieder da. Also, was ist das denn jetzt hier für ein mystischer Bums? Du zauberst doch hier schon wieder irgendwelche komischen Sachen. Komm mal da runter von der Decke, Mama. Also, ganz im Ernst jetzt. Ja, runter. Ich hab gesagt, runter mit dir. So.
Reicht. Ich mache jetzt hier die Küche, mache jetzt zu. Und du kannst jetzt hier, ne, den Feuerlöscher erstmal schlucken. Oder auch nicht. Na gut, Leute. Wir müssen sie ja irgendwie noch wickeln. Wie machen wir das denn am besten? Ich leg dich mal hier so auf die Treppe. Ich leg dich mal hier so auf die Treppe. Ich leg dich mal so auf die Treppe. Perfekt. So, ich wechsle dir die Windel. Alles gut. Ich bring dich ins Bett, Mama, ne? Na komm schon. Schönes Zimmer hast du hier. Mama, rein da. Oh Gott. Rein da. Rein da ins Bett. Scheiße. Oder wenn ihr das Problem habt, ne? Dann geht einfach. Egal, wie schlimm euer Kind danach wird. Tschüssi, Feierabend. Okay, Mama. Jo, was geht denn jetzt ab? Mama, komm mal da raus. Das Baby ist definitiv... Nicht normal, Leute, Mama. Oh Gott im Himmel. Oh, geh da bloß schlafen. Ich sag ehrlich, den Teddy müssen wir auch noch dazu packen. Hier hast du noch deinen Teddy. Ich mach das Licht aus und du gehst jetzt schlafen. Ist das klar? So, ich soll jetzt PC zocken. Mal einer erklären, warum... Digga, hier jetzt ein Auge ist? So mäßig? Digga, da ist ein Auge auf meinem Stuhl. Leute, egal. Ich zock da eine Runde. Let's go. Einfach rein jetzt. Nein. Oh, nee. Ey, die Pissblöre hat schon wieder Augen in den Flur gesetzt. Mama, ich bin doch da. Alles cool. Was ist das denn? Warte mal ganz kurz. Ich muss da, glaube ich, nochmal runtergehen. Irgendwas ist da nicht ganz richtig. Mami? Sag mal! Guckst du schon wieder Fernsehen, Mama? Komm mal mit. Ja, Fernsehen gucken, ne? Nee, Alter, das ist überhaupt nicht in Ordnung. Rein mit dir jetzt. So, ich mach jetzt zu. Ich mach jetzt zu, habe ich gesagt. So, Mama. Ich hab dir gesagt, Fernsehen gucken ist nicht erlaubt. Jo. Ich mach einfach zu, ne? Da ist ein Arm. Also, Mami, da guckt jetzt ein Arm aus deiner Herdplatte raus. Also aus Scheiße! Oh Gott. So. Einmal hier nach oben. Und einmal noch, ne? Für die Fans, Leute. Let's. Der Smash war so cool. Ach komm, ich bring dich nach oben. Einmal durch den Flur werfen, ich hab dich doch. Und ich hab dich. Und einmal hoch, und ich hab dich. Und rein ins Bett. Sehr schön. Das hat auch gut geklappt, Leute. Ich finde, ich bin ein ziemlich guter Babysitter. Mein Stundenlohn 50 Euro. Also, falls ihr Interesse habt, ihr könnt auf Instagram gehen. Da steht meine WhatsApp-Nummer. Ist kein Scherz. Ich antworte allen Followern zurück. Und falls ihr einen Babysitter braucht, 50 Euro die Stunde und ich bin am Start. Okay, dann setzen wir uns mal wieder hin. Ach so, PC ist klar. Will ich dann natürlich auch zocken bei euch, ne? Ja. Ich hab Langeweile. Das Kind ist irgendwie ruhig. Ich hab so das Gefühl, das Kind ist tot. Leute, das ist manchmal echt ein bisschen schwierig. Warte mal ganz kurz. Du bist ja schon wieder am Fernsehen gucken. Komm mal mit, Mami Longlegs. Ich schmeiß dich jetzt in den Kühlschrank. Rein da. Ich hab gesagt, rein in den Kühlschrank. So. Morgen, so, alles cool. Es tut mir halt echt leid, Mann. Leute, Ich glaube, ich hab Scheiße gebaut. Okay, Mama, du kriegst jetzt deine Flasche zu trinken. Und scheiß dir ruhig mal in die Hose. Mir reicht ziemlich langsam mit dir. Rüber da. Ich hab gesagt, rüber. Mama, rüber da jetzt. So, Windel ist da. Jetzt kommt hier dieser verdammte Teddy. Ich bin schneller als der Teddy. Guck, ich weiß doch genau, wo es ist. Ich kann die Windel nicht nehmen. Wow. So, Mama, du hast hier einen Rahmen reingelassen in das Zimmer, ne? Die lässt hier einen Rahmen rein. Jetzt ist aber richtig vorbei. Ich sag dir, wie es ist. Reicht mir jetzt mit dir. Jetzt geht's ab in den... Ab in den Ofen. Oh, nö, Mann. Okay, ich bring dich einfach ins Bett. Ich hab schon Augen gesehen und du warst schon an der Decke und so. Einfach rein da. Komm, mach's Licht aus. Oh, ich muss den Teddy ins Bett bringen. Oh, Digga, Mann. Jetzt ist aber... Ich muss das Licht nochmal ausmachen. Verdammt nochmal. Reicht langsam mit Augen und so. So. Bisschen TV auf dem Sofa und dann ist gut. Alles auf entspannt. Wer ist er da? Mama! Oh Gott, ich werde richtig müde. Was ist passiert, Mann? Alles entspannt. Gott sei... Oh, Digga. Das Baby weint schon wieder. Ich muss mal nach oben gehen. Mensch, Mami, kannst du mal die Schnauze halten, Eimer? Bitte? Fresse, brauchst jetzt deinen Teddy? Wo ist der Teddy? Ich geh mal unten gucken, ob der Teddy da ist, ne? Mama ist ja eigentlich ganz entspannt. Vor allem, wenn Omi anruft und fragt, wie es läuft. Ne, ich hab alles im Griff, Leute. Ich hab alles im Griff. Mensch, Omi Long Legs. Nee, alles cool. Ja, nee, also ich hab hier alles im Griff. Verdammt nochmal. Oh Gott im Himmel. Ich muss den Feuerlöscher nehmen. Alter Schwede. Ich hol mir jetzt Mama. Oh Gott. Oh Gott. Im Himmel. Hört ihr das?
Ich muss diese verdammten Teddys jetzt erstmal loswerden. Ich habe mich gerade sowas von erschrocken. Alter, leck mich fett. So. Ich schlag die ganzen Teddys kaputt. Ich war jetzt ernst. Wo bist du, Mama? Ich habe einen Baseballschläger, Mami. Komm, ich hole dich. Wir spielen Suchen und Verstecken. Mama. Mama Longlegs. Ja. Ich werde dich jetzt mit dem Basie kaputt schlagen. Ist mein Ernst. Das ist mir scheißegal, was für ein Ritual du hier machst. Mitkommen. Rein in den verbrannten Ofen. Und hoch. Ich hab gesagt, und hoch. Ah, dann machen wir das mal anders. Ich würde mal sagen, so liegst du gut. Also, let's go. Findest du das immer noch witzig? Ich würde sagen, da liegst du gut. So, wir machen Licht aus. Für heute ist Feierabend. Achso, und das hier auch noch. Perfekt, Leute. Entspannte Basis. Das war mein Babysitter-Job und, Ja. Also, alles entspannt. Also, Freunde, wir sind wieder zurück im Business. Und ich freue mich, dass wir heute da sind. Das neue Update, wer es vielleicht noch nicht gesehen hat. Hier hat sich ziemlich viel getan, nur nicht das hässliche Baby. Du stinkst. Wir brauchen heute erstmal wieder einen Namen für das Baby. Und ich muss hier noch einige Aufgaben erledigen, denn ich muss heute nochmal in die Katzenwelt rein, auch übel strange. Und dann muss ich, zumindest kurz vorm Ende, irgendwas mit dem Baby machen, weiß ich gar nicht mehr. Gucken wir nachher mal. Ich glaube, da war irgendwas, das wird mir schon wieder einfallen. Dann können wir diese Kiste hier öffnen. Noch geht's nicht. Ich warte mal, vielleicht geht's doch. Nee, ich krieg's nicht auf. Hast du das gesehen? Du weißt nämlich ganz genau, was da drin ist, stimmt's? Du Verdammter! So, der ist jetzt erstmal gegen die Wand geböllert worden. Der weint ja nicht mal. Alright, Leute. Also, wir sind heute wieder drin. Okay, mein Kleiner. Komm mal mit in die Küche und ich werde... Entschuldigung. Was ist denn da gerade passiert? Ich werde dich mal hier so auf den... Weißt du was? Ich leg dich einfach mal hier so hin. Guck mal, du hast es hier richtig bequem. Ich gebe dir mal... Das ist so witzig. Warte, mach mal den Mund auf, Kleiner. Und... Ja, ich hab's doch gesagt. Warte kurz. Ich hole eine Scheibe Salami raus. So, halt mal die Schnauze jetzt, okay? Leute, ich liebe das Baby. Das ist so witzig. Lässt du das jetzt bitte mal... Ist doch gut. Hast du die Augen gerade gesehen, Mann? Alles klar, Mann. Ich nehme die Salami runter. Ist doch okay. Ist doch okay jetzt. Wie wär's denn mit Brot? Willst du ein Brot? No, God! Willst du eine Tomatenscheibe? Willst du Käse vielleicht? Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Willst du alles nicht? Willst du eine Gurke? Ich finde das so witzig. Leute, komm. Ich mach dem kleinen Baby mal was zu essen. Wir machen das nämlich so, Leute. Ich gebe dem Baby was zu essen, damit ich es essen kann. Ja, schön... Also das stand jetzt aber nicht im Babysitter-Vertrag. Ich nehme das Baby mit, wir bringen es mal zum Wickeltisch. Ich werf's mal auf entspannt hier rauf. So, das ist sehr gut. Alles entspannt. Ich hole mal die neue Windel und was machst denn du da? Wie bist du da jetzt? Also. Okay, kein Problem. Ich ziehe dir die Windel an. Komm, wir gehen nach oben. Wir bringen das Baby ins Bettchen. Seht ihr das hier? Okay. Leg's einfach mal ins Bett. Okay. Wir brauchen einen passenden Schlüssel dafür. Stimmt, da war ja was. Ja, gut. Wir holen uns jetzt erstmal das Geschichtenbuch, setzen uns hin und lesen das. Ich lese dir heute nichts vor. Junge, wie schnell ist denn der eingeschlafen? Leute, Hashtag einschlafen in die Kommentare, wenn ihr auch so schnell einschlafen könnt. Ich wollte ihm was... Ach komm, warum beschwere ich mich? Weißt du? Das Baby ist doch leise. Es schläft, alles ist entspannt. Ich kann runtergehen und mache mir einen ganz entspannten. So, dann legen wir uns doch mal... chillen wir mal auf dem Sofa ein bisschen, ne? Boah, alter Mann, halt einen Rand jetzt da oben, ey. Ich wollte gerade schlafen. Ich dachte, das wird heute eine entspannte, ruhige Schicht. Okay. Hallo? Hallo? Wo bist denn du? Mensch, was machst denn du hier, du kleiner Scheißer? Komm mal mit. Ja, na komm. Wir gehen mal hier rein, ne?
Richtung Pfote. Wollen wir mal Pfote gehen? Warte mal ganz kurz. Ich pack dich mal in die Waschmaschine. Währenddessen suche ich den Schlüssel für da oben. Ich habe gesagt, du sollst da rein. Ja, von mir aus auch so. Perfekt, Leute. Mann, das ist so dumm. Es ist gut, okay. Ich mach mal den Schlüssel auf. Na komm. Sehr gut, mein Kleiner. Wir klettern mal da hoch, ja? Machen wir mal. Na komm mal mit. So. Also, was ist das da hinten? Ich muss hier in die Katzenwelt. Muss ich mit dir da rein, mein Bester? Ich hab das Baby fallen gelassen. Ja, heißt euch herzlich willkommen in der Katzenwelt. Es kommt ja bald was, On the Baby in Yellow. Und das Game ist auf jeden Fall nicht ohne. Was zur Hölle ist das? Hört ihr das? So eine kleine Katze. Hallo? Katze! Die schwarze Katze nähert sich. Boah, ich bin gespannt, was die zu bedeuten hat, Leute. Das war ein... Oh Gott. Ist gehört? Hast du hier gerade gelacht? Ja. Ab gegen das Bild! Du Verdammter! Hast du die ganzen Bilder hier gemalt? Mensch! Dafür gibt's jetzt einmal Leiter, ne? So, steig mal auf die Leiter rauf, mein Lieber. Ja, guck mal, er ist mit seinen Füßen schon auf der Leiter drauf. Wenn du jetzt nicht von alleine da runtergehen kannst, dann hast du selber Schuld. Nur die Harten kommen in Garten. Und, Schnitt. Ich hab dich! Ab ins Bett, schnell! Leg dich einfach hin! Was? Moment mal, ich soll das richtige Plüschtier ins Bett legen. Was, wenn ich dir das falsche Plüschtier da einfach reinlege? Nee, nicht die Katze. Ich mache mal den Hasen da rein. Ey! Nimm das Plüschtier! Ey! Der spielt damit Fußball, Mann. Das meint er doch nicht ernst. Du kriegst jetzt einen Block. Du kriegst ein Königsstück. Du kriegst, was kriegst du denn sonst? Du kriegst ein Babyplüschtier. Nope. Wie wär's damit? Mann! Die Unterwelt? Warum zur Hölle steht der Globus da drauf? Warum kann man den drehen? Ich versteh's nicht, okay? Ja, gut, ich gebe dir dein Katzending jetzt, Mann. Jetzt halt den Rand. Ja, ist doch okay. Komm. Nervensäge. Echt jetzt? Lass die Tür zu! Hast du mich verstanden? Sonst mix ich dir da gleich was unten. Weiß nicht, ey. Alles komisch oder was? Stimmt! Ich muss den Fahrstuhl rufen! Ah, so war das. Ja, Leute, ganz genau. Ich muss einfach nur den Fahrstuhl rufen, mehr nicht. Ich hab's voll verplant. Okay, pass auf. Ich muss jetzt erstmal ganz kurz den ganzen Dreck hier wegräumen. So. Und machen den Kühlschrank mal zu. Machen den Ofen mal zu. Die Tür hier zu. Und jetzt werden wir unser Ritual vorbereiten. Können wir das Ding jetzt aufmachen? Ich hoffe. Ayos mios! Oh! Zaubertrankflaschen! Okay, Leute, wir wissen, was gleich geht. Ich werde mal kurz schlafen und dann holen wir uns das Baby. Ich bin gerade vom Einkaufen wiedergekommen und ich kann euch sagen, ich habe die Kinder voll im Griff. Also Fernsehen gucken bei mir definitiv nicht. So, also brauchen die auch gar nicht. Man sieht schon, Badezimmer immer sauber, Kind schläft, alles ist entspannt. Hello. Oh shit, not good. Summer, das kann doch nicht wahr sein, dass du hier vom Fernseher gammelst. Ich dachte, du schläfst. Ja, guck mich mal nicht so blöd an. Mit dir rein in den Ofen. So, und ich sag dir eins, du kriegst noch eine Gurke hinterher, du Verdammter. Und ich pack dir dann noch ein Champignon hin. Und von mir aus auch noch eine Tomate, du Blödmann. Und jetzt rein da mit dir. So, und zu. Jetzt reicht's. Der Typ, ich sag euch ehrlich, der kriegt jetzt richtig. So, was haben wir denn hier Schönes? Ah. Die rote Flasche sieht gefährlich aus. Der will was zu essen haben. Kriegst du? Oh Gott! Alter, was ist das denn gewesen? Digga, wir könnten ja theoretisch... Boah, wir haben die rote Flasche nicht mehr. Was ist denn die blaue Flasche? Hä? Das Baby ist ja ultra klein. Moin! Hallöchen! Ey, was ist das denn, Mann? Das glaubt mir doch kein Mensch. Wie cool! Geil, Mann! Dieser Trank ist richtig gut. Ja, du bist jetzt für mich wie ein Spielzeug und endlich passt du mal da durch. Guck mal, Leute, wir können jetzt sogar Basketball mit dem Kleinen spielen, ne? Also, wenn man es ein bisschen drauf hat, perfekt. Ja, lassen wir das. Kann ich dich hier in die Vase? Oh Gott, der ist ja wieder groß, Leute. Naja, machen wir mal weiter. Eigentlich würde ich gerne den Gelben erstmal sehen. Wow! Alter! Was? Digga, das Baby ist am Fliegen! Yo! Holy moly, Mann, das ist ja übelst krass. Ey, Leute, ich glaube, ich sehe das Licht. Guck mal da oben. Also, wenn ihr das Baby entsorgen wollt, Leute, dann lasst es einfach da oben, ne? Das stört's nicht.
Ich nehme mal die grüne Flasche. Wir gucken mal einfach, wie es mit dem dann läuft. Aber crazy, Mann. So. Schnitt! Okay, mein Kleiner, okay. Ich weiß, das tat gerade weh. Ich muss mir einmal die grüne Flasche besorgen. So, wie wär's denn, wenn wir dich damit mal füttern? Vielleicht geht's dann wieder besser. Junge, hast du hier gerade einen siebenfachen Megafurz gelandet? So, jetzt reicht's, ich zünde die Atombombe! Digga, was geht denn hier ab? Hallo? Ey, nee, ne? Wir müssen dekorieren, oder was? Was ist das denn hier? Frohe Weihnachten, Leute. Kommen wir langsam in Stimmung, oder was? Ja, der Fahrstuhl ist auf jeden Fall im Eimer. Das war's dann auch mal direkt. Okay, ich, wo ist das Baby? Was guckst du dir da an, Kollege? Hä? Was guckst du dir da an? Was ist das denn? Habt ihr das gesehen? Mach mir keine Angst, du kleiner Scheißer. Ich guck mir das nochmal an. Warum wackelt das Bild so komisch? Da stimmt doch was nicht. Also, Baby. Wir haben heute Weihnachten. Da ist keine Zeit für Dämonen oder sonst was. Das ist dir klar, ne? Ist dir klar, oder? Ich setze dich auf deinen Stuhl. Wir gucken mal, was haben wir denn hier so? Boah, Würstchen und Kartoffeln? Nice. Ein Truthahn-Teller. Auch nice. Okay, wir werden den Truthahn anscheinend mal aus dem Kühlschrank nehmen. Yo, was ist das denn für ein fettes Teil? Leute, das Ding sieht so falsch aus. Hashtag falsch in die Kommentare, wenn ihr absolut wisst, was ich meine. Also. Ich sollte den Truthahn vielleicht erstmal braten. Okay, also. Gut. Alter, was? Bin ich im falschen Film oder ist der Truthahn hier gerade komplett drin? Crazy Dog. Oh, habt ihr das gesehen? Lecker Kekse. Mein Kleiner. Hallo. Ich liebe Kinder. Ach ja. Okay, also wir sollen jetzt erstmal den Weihnachtsbaum schmücken. Das, Hör auf zu heulen. Du sollst aufhören zu weinen, okay? Sonst gibt's Klo wieder. Ne? Du weißt doch, dass das nicht so cool ist. Uns beide nicht. So, der hat jetzt auf jeden Fall... Hör auf zu weinen. Ich sag dir, wie es ist. Ich nehme ihn mit, Leute. Vielleicht, also, weißt du was? Ich bin heute mal nett. Wir haben ja auch Weihnachten. Man soll sich ja auch nicht immer so doll aufregen. Komm, bleib da sitzen, guck Fernsehen in Ruhe. Ich muss jetzt hier erst den Weihnachtsbaum schmücken. So, dann wollen wir mal. Ein bisschen hier Deko und ein bisschen da. Oh, das ist so schön, Leute. Richtig nice, mir gefällt das. Da kriege ich schon wieder voll Bock auf Weihnachten, ne? Sag, wie es ist. So, hier noch. Es braucht einen Stern. Kleines Baby, ich hole jetzt den Stern vom Dachboden, ne? Der Truthahn ist im Ofen. Also wenn ihr das seht, dann Feierabend. Geht einfach weg. Okay, ich mach mal diese Tür hier auf. Ah ja. Warum zur Hölle ist hier der... Abdruck in der Wand? Das würde ja bedeuten, dass... Das Baby hier bereits gegengeflogen ist. Und das Schnuller wieder zurückgelegt worden ist. Wir haben 0 Uhr. Okay. Was ist das hier? Zwillingssonnen und fremde. Ja, also ist mir auch egal. Wir gucken nochmal ganz kurz ins Babyzimmer rein. Ja. Dr. Plüsch, ne? Hm, okay. Ja. Ich gehe mal auf den Dachboden. Der ist dieses Mal offen direkt. Interessant. Wir gehen mal hoch. Hallo? Hallo? Was ist das denn? Ein Geschenk? Leute, was hat das Baby wieder schon wieder für ein Geschenk hingelegt? Bald. Warum denn bald? Ich nehme erstmal den Stern mit, okay?
Oh, nee, du. Was ist das hier schon wieder? Hey, habe ich den Stern dabei? Ja, habe ich. Perfekt. Ich will nicht drüber reden. Ich weiß auch echt nicht, was das gerade für eine Aktion war. Aber ja, ich muss den Weihnachtsbaum schmücken. Ah! Oh Gott! Oh Gott! Verdammt nochmal! Baby! Mach den Ofen! Oh Gott! Scheiß die Wand an! Ich glaube, der Truthahn ist fertig. Hab ich erzählt, dass ich ein Kochen-Profi bin? Das Baby ist weg. Digga, du hast die ganze Hähnchenhaut gegessen! Die ganze Hähnchenhaut! Er ist so gottlos und isst die ganze Hähnchenhaut. Hashtag gottlos. In die Kommentare. So, Kleiner. Du hast die ganze Hähnchenhaut gegessen. Da hat sie dir wenigstens geschmeckt. War der Schiss in der Hose auch gut? Mann. Ich hole dein scheiß Weihnachtsoutfit. Da dachte ich, ich kann einen geilen Truthahn essen und dann kriege ich noch Würstchen und Kartoffeln zu Weihnachten. Was ist das denn? Boy. Ich gebe dem jetzt die Kackmütze hier. Und danach gibt's erstmal eine kleine Wäsche im Klo. Okay? So, pass mal auf. Hier. Und einmal rein da, ne? Einmal rein da. Eine kleine Wäsche. Du sollst da rein, habe ich gesagt. Damit dein Truthahn und dein Furz da nicht stinkt. Ja, perfekt. So ist gut. Komm, ich hab dich. Alles cool. Wir setzen das Baby mal wieder hier hin. Noch ein Weihnachtsessen vorbereiten. Ey, ich muss den Truthahn wieder in den Müll werfen, ne? Also das ist... Da ist ja noch ein Truthahn. du, kleiner Mann, hast du den Truthahn da reingelegt? Hä? Nee? Na gut. Ich hol den mal eben. Ah, so ein Ding ist das. Was ist das denn? Schneeballschlacht? Hey, du Dreckschwein! Hey, du Dreckschwein! Lass das ran! Verpiss dich! Schneeballschlacht! Oh, Junge, ich habe ihn weggehauen. Die habe ich eigentlich gerade einen Schneemann mit einem Schneeball weggehauen. Hier sind noch mehr Schneebälle. Warum sind hier so viele... Was soll das? Hast du den Schneeball im Kühlschrank gebaut? Summer! Ich check gar nichts mehr. Ich... Selbst die Verwirrung ist verwirrt. Das Baby ist weg. Oh. Also ich glaube, ich rufe die Eltern gleich wieder an und sage, es ist was Schreckliches passiert. Dieses... Was ist das? Springteufel ohne Kurbel? Oh nee, ne? Okay, Leute. Also wir müssen eine Kurbel finden. Was zum... Ist cool. Also bisher gefällt mir das Update ziemlich gut, bin ich ehrlich. Hallo? Ich nehme mal die Kurbel mit. Will ich den Springteufel überhaupt aufziehen? Ich weiß nicht, ne? Nein, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Diese Musik ist nie gut. Oh! Du bist... Summer! Sag ich nichts mehr zu. So, wir holen den Truthahn aus dem Ofen. Wow! Wow! Ich hab ihn. Frisch serviert, mein Bester. Und jetzt werde ich mit dir zusammen essen. Ist das klar? Ah, die Kuscheltiere sind auch dabei. Mann! Was zur Hölle geht denn jetzt ab? Digga? Hallo? Wow! Oder habe ich das gerade geträumt? Nein, Mann, das Essen ist komplett runtergefallen. Ja, das hat man davon, ne? Typisch Babys. Okay, was haben wir denn hier für ein Geschenk? Geschenke? Von meinem kleinen Baby? Okay! Hey! Okay, das ist ja ein Geschenk für dich. Was? Yo!
Digga, wie cool ist das Ding denn? Leute, wie geil ist das? Mach mal die scheiß Tür hier zu. Ich will jetzt mal kurz auf dem Flur ein Autorennen machen. Let's go! Okay, das Ding ist nice. Geiles Geschenk. Ich mach mal das nächste auf. Was haben wir hier? Oh, ein Spielzeugflugzeug, Mann. Voll geil. Yo, guck dir das an. Ja, okay. Also ungefähr so, wie ich Flugzeuge fliegen würde. Was haben wir da drin? Boah, eine Schaumpistole? Hey, Entdeckung! Was haben wir hier? Was ist da drin? Ein Springball? Lol. Okay, die Geschenke... Also ich muss schon sagen, als Kind hätte ich mich über so eine Schaumpistole richtig gefreut, ne? Tja, du Dreckschwein. Ich will dein dummes Gesicht nämlich nicht mehr sehen. So, ich nehme dich mal mit. Okay, cool. Also bisher muss ich sagen, ziemlich, ziemlich nice. Ich leg den kleinen Racker mal ins Bett. Was ist denn? Richtiges Plüschtier? Oh, Dr. Plüsch vielleicht. Vielleicht den. Ja, das war das Richtige. Nice. Kann der Ball mal aufhören zu springen? Ich werde den Ball nehmen und schmeiß ihn, glaube ich, dann mal hier rein. So. Dann gucken wir mal auf den Sofa Fernseher auf. Ganz entspannt. Was? Junge, was ist das denn? Ha? Habt ihr das gerade auch gesehen? Leute, sehr interessantes Update. Sehr interessant. Uff. Krass. Okay. Da ist die Katze nach oben gelaufen. Ah, sie geht auf den Dachboden, oder? Dann gehe ich da auch mal rein. Auf die Leiter. Junge. Hallo? Die Katze steht da hinten beim Geschenk, oder? Hey, Kitty! Kitty! Was hast du da? Ist das ein Geschenk? Bro, was zur Hölle ist das denn? Das saugt ja alles ein! Digga, ich hab Gänsehaut bis hierher. Frohe Feiertage. Saisonale Inhalte ab jetzt in allen Kapiteln verfügbar. Finde heraus, wo dich die schwarze Katze im März 2023 hinführt. In der Zwischenzeit kannst du Team Terrible auf Twitter, Discord und TikTok folgen. Ja, Leute, das war's mit einer XXL-Folge Baby in Yellow. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn wir noch mehr Mods austesten sollen, dann schreibt gerne in die Kommentare welche und lasst ein Like für dieses Video da. Dickes Küsschen geht raus. Dano out.